Hallöchen und einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Folge hier bei der Nordisheimer Transportgesellschaft mit mir, der Speditionschef der NTG, der Bartalo. Ja, meine Lieben, ich habe einfach gedacht, weil lange kein Video mehr erschienen ist, habe ich mir gedacht, ja, schauen wir uns mal in letzter Zeit ein paar Erneuerungen an. Und eine speziell, ich weiß, das kam ja auch erst Mai raus, aber wir haben uns mal gedacht, oder ich habe mir mal gedacht, wir machen mal was Neues. Und zwar was Neues mit dem Renault E-Tech oder mit dem Elektro-LKW mal zu fahren. Es gab ja auch schon einen Post, dass ja irgendwann über dieses Quickjobs bald den Scania Elektro-LKW auch in den Spieleinzug finden soll. Auch über den QuickTime-Manager und ich habe mir dann gedacht, naja, komm, heute ist Montag, schaust du mal, was das so alles gibt, was das so alles benutzen kann und vor allem bin ich mal gespannt, wiefern ihr dazu Lust habt, ja, bei uns auf dem Server mit so einem schönen LKW da rumzufahren, vor allem, ja, schauen wir einfach mal, wie das damit funktioniert. Deswegen werden wir auch jetzt mehrere Touren erstmal fahren und ich einfach mal was Neues kennenlernen möchte. Ich habe zwar noch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin was E-Mobilität nicht so wirklich auf dem Laufenden ist. Ich meine, jetzt andere Autos, Tesla und Co., bla bla bla. Aber so LKW-mäßig habe ich das jetzt noch nie wirklich so mal mitbekommen. Ich habe bei anderen vielleicht mal gerade so im Streamchen das ein und andere mal angeschaut, aber ich habe gedacht, dass wir selbst dann quasi mal das Ganze einfach fahren werden und finde ja neue Technologien immer sehr reizend, sehr spektakulär und gerade was mich dann rein interessensmäßig bei einem E-LKW dann quasi abgeht oder was ich mir darunter vorstelle, kann ich auch noch nicht so ganz sagen, aber ja. Deswegen habe ich gedacht, werden wir uns das Ganze einfach mal anschauen, vorurteilsfrei mal da reingehen und ja, einfach mal gucken, wie sich das Ganze so anfühlt. Ja, kann man ja weniger sagen, aber wie es auf einen so wirkt. Ja, und ich fände ja schon toll, dass es überhaupt auch endlich mal reinkommt und ja, dann bis gleich. So, hier sind wir schon auch. Ich habe jetzt einfach mal mir verschiedene, also es gibt verschiedene Touren ausgesucht. Ich habe die kürzeste einfach mal genommen, weil ich glaube, da wurde noch ein bisschen an den Akkus rumgefeilt. Was ist da? Was braucht man? Wie viel Reichweite haben die? Ich habe auch schon bei anderen Kilometern gesehen, dass es möglich wäre, die auch länger zu fahren. Ich glaube, ich habe eine Strecke von 228, 266, vielleicht noch was Längeres, was Tolles. Okay, also doch nicht. Dann doch nicht. So, vor allem, der hatte jetzt 9 Tonnen an Äpfel. Ich will nicht gerade so über die Insel fahren, das jetzt nicht, aber ich denke einfach mal, wir werden von da, genau. Sägespäne 4 Tonnen. Fahren wir einfach mal. Wird eine schöne Fahrt, ich hoffe es zumindest. Und dann gucken wir mal, wie es da abgeht. So, da sind wir auch schon. Im Renault E. Mit der Elektro-LKW. Wir starten einfach mal das Ganze. Genau, jetzt haben wir hier quasi ist alles drin. Guck mal, da ist den Sitz gerade noch ein bisschen weiter nach hinten eingestellt bekommen. Ah, da. So.
Ich habe hier noch ein bisschen den Reshade da drin, aber so muss ich eigentlich sagen, gefällt er mir eigentlich richtig gut. Schön übersichtlich. Ah. Na, das ist auch nicht schlecht. Ja, kann ich mich gerne mal, also kann mich damit eigentlich anfreunden. Für die paar Tonnen an Sägespänen, die wir da rumeiern, ist das ja nicht schlecht. So, Spiegel lassen wir mal so, wie sie sind. Dann würde ich sagen, machen wir einfach jetzt mal gerade so ein. Eine Fahrt. Ich hau einfach jetzt mal die Fenster runter und dann abwarten, ne? Fahre ich ja schon wieder in die falsche Richtung, wa? Der geht aber direkt in die Offensive, ey. Voilà. Hört sich ja schon ein bisschen spektakulär an. Schade, dass es wieder eine, so eine tolle Fahrt im Dunkeln ist. Hilfe, okay, mal das Fenster zu. Aber ich finde auf jeden Fall spannend, ist die Leiste da unten, die grüne. Das Rückgewinnungsprogramm. Außenansicht. Der Blinker auch an sich, ne? Also ich sehe.
Also ich finde ja schon mal schön, dass es da, dass die Karte vorne drin ist, also die Navigationskarte. Das ist schon mal richtig, richtig nett. Also ein absolutes Highlight auf jeden Fall. Jetzt frage ich mich, ob man noch irgendwie das andere da. Ah ne, okay, das läuft leider alles da drüber. Schade. Weil über rechts, da wo dieses Hat-Menü ist, also hier da vorne, was auch mal schlau zu werden. Also Navigationsdaten hat man da drauf, ein Driver. Okay. Fällt mir eigentlich richtig gut. Also mit der Übersicht auf jeden Fall. Ja, jetzt halt nur noch die. Der Akkuverbrauch, ne? Also ich meine. Hätte schon fahren können. Ich bin halt ein bisschen konzentriert gerade, weil ich gerade ein bisschen mir das alles einwirken lasse. Man drückt gleich aufs Gas und dann zieht er einfach dir direkt davon. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Wie gesagt, ich benutze das G27. Und so viel Gas gebe ich eigentlich nicht, ne? Ich meine immer so. So in dem Dreh, wie viel davon denn überhaupt? 80, okay. Ah, Retarder hat also auch keinen drin. Okay, das ist ein Elektroretarder. Also, genau. Was ist ein Elektroretarder? Lol. Nein, aber sowas ist auch nicht schlecht, ne? Dass man da vielleicht auch noch zusätzlich Energie rückgewinnen könnte. Ah, das ist auch nicht schlecht. Aber einfach mal mit 70. Sich das mal alles einwirken zu lassen. Ah, Break-in war late, okay. Kann man da irgendwas noch auswählen? Wäre auch nicht, auch sehr interessant, ne? Zu wissen. Vor allem bin ich auf einmal gespannt mit dem, mit den E-LKWs, wie sie da das mit den Tankstellen machen wollen. Also das hat ja auch damals bei Maximus im Video oder was aufgenommen hat, auch ganz klar gezeigt. Ne? Es ist ja auch was Tolles, ey. Aber meine erste Fahrt, ja, meine allererste Fahrt mit dem E-LKW. Also, das gefällt mir schon. Für so Kurztrips. Ja, das war jetzt wieder der Overspeed, okay. Der geht aber auch ganz schön in die Eisen rein, muss ich gestehen. Ah, da lässt du mich raus. Ich danke dir. Sieh das? Gar nicht so viel Gas gegeben, aber direkt rausgeprescht.
Ich bin mal gespannt, was da dann auf der Tour steht bei Truckers Book, ob der da schon hinterlegt ist. Extra eine schöne steile Strecke rausgesucht, also da kann ich mich nicht beklagen. Aber leider auch wieder eine Nachtfahrt. Egal, fällt das Innenraum zuzugucken, das ist nicht schlecht. Aber ich glaube, ich muss dann das Lenkrad noch ein bisschen runterklappen, weil ich gerne mal auch gerne den roten Balken sehen will, wenn er nämlich dann mal rot anzeigt, wenn er mehr Power braucht. So wie jetzt zum Beispiel, da geht er ja voll rein. Wie er sich dann nämlich dann aussetzt. An sich muss ich sagen, dass dafür, dass es eine Sonderedition ist, finde ich das auch gar nicht so schlecht. Aber lassen wir uns halt mal noch ein bisschen überraschen. Schade, dass denn jetzt nur über Quicktime-Event oder Quicktime-Aufträgen geht. Ich weiß, den gibt es bei. Gibt es auch schon als. Als Mod, aber. Naja, sich jetzt mal so standardmäßig damit zu beschäftigen. Die Eindrücke auf sich wirken zu lassen. Das ist klar. Genieße gerade so die Geräuschkulisse. Also, der ist wirklich leise. Also wirklich leise und. Faszinierend, ey. Faszinierend. Oh, Moment. Verbraucht er überhaupt Batterie? Sieht man das irgendwo? Ah, doch, da. Jetzt sehe ich's. Aber auch nur ganz, ganz, ganz wenig. Hätte ja auch mal gern gesagt, was man so mal weiterfährt und einfach mal so guckt, wie lang die Reichweite von so einem E-LKW einfach ist. Unabhängig von der. Okay. Ist schon faszinierend, der erst. Ah, ja, da bräuchte ich halt schon noch. Also vom Hart. Ist das schon sehr originell gemacht. Ja, also wie gesagt, das Einzige, was ich halt ein bisschen schade finde, ist halt, das war. So, das meinte ich jetzt. Schalten mal runter. Ah, also schalten macht er schon automatisch. Was ist jetzt los?
Die Empfindlichkeit, wenn man ein bisschen Gas gibt, dann rollt er dir schon weg. Also da muss definitiv noch was kommen. Oder vielleicht haben sie es schon gearbeitet, aber das wäre so Fakt. Ein Punkt, wo ich noch sagen würde, ja. Weil, du müsstest ja quasi dann die Steuerung, im Spiel nochmal extra mit den Achsen draufdrücken, dass du weißt ungefähr, wie es ist. Aber auch gerade so, Junge, 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 der holt sich aber ja richtig den Saft da aus den Batterien, ey. Vor allem, wie die Beschleunigung quasi da ist, ne? Also das müssen wir dann vielleicht nochmal ein bisschen näher markiert haben. Aber okay. Anfreunden komme ich da, kann ich mich schon damit, vor allem wenn es dann, sagen wir mal so, gewisse Fahrmodifikationen gibt. Also das ist halt dann, hast du bei leichterer Fracht, keine Ahnung, das waren jetzt nur 6 Tonnen, die wir jetzt geladen haben, aber hast du zum Beispiel eine Tonne? Oder was, dass der sich die anders verhält. Ne? Low Mode, Hyper Mode oder. Ja, je nachdem, wie es halt ist. Aber da musst du auch schon die Karte eigentlich gut kennen können, wenn du den LKW dann hier auch fährst, ne? Also. Ich versuch's gerade mal ein bisschen an. Also. Ach, das soll mal rein, okay. Also schalten kann man noch nicht. Er schaltet ja selbst noch Automatik. Das ist okay. Ja, ich muss sagen, für den ersten Eindruck bin ich eigentlich ziemlich gut geflasht. Jetzt machen wir. So, da haben wir gerade nochmal ein schönes Screenshot gemacht. Der packt jetzt aber auch wieder automatisch. Das muss raus. Also ich muss dann quasi mit dem Gang rausholen und dann erst wieder reinfahren. Also, naja. Auch vorne die Lichter, also es ist schon. Mega. Hoppla. So. Ja, ich weiß, mit dem Einpark. Hoppla. Geil. So, dann haben wir es gepackt. Ja, da würde ich einfach sagen, sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, mit dem schönen E-Elektrodo-Renault. Die erste Eindruck eigentlich sehr gut verkraftet habe. Und ja, bin mal gespannt, wie es dann weiter wird. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Batalo. Ciao, ciao.